Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Google Docs Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Google Docs das Lineal anzeigen lassen kann. Das ist eigentlich ganz einfach, wird aber dennoch recht häufig gesucht. Und wir öffnen dafür zunächst mal Google Docs und hier befinde ich mich bereits in einem Dokument. Und das Einzige, was wir jetzt tun müssen, wirklich sehr einfach, wir gehen auf Ansicht und können hier das Lineal einblenden. Wenn wir es später nicht mehr benötigen, dann haben wir hier natürlich auch die Möglichkeit, durch einen weiteren Klick das Lineal wieder zu entfernen. Aber auf diese Art und Weise habe ich das Lineal eingeblendet und kann jetzt hier so zum Beispiel auch meine Seitenränder ein bisschen genauer einstellen. Von daher relativ einfach, wenn man weiß, wo sich die Funktion versteckt. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.